Segel setzen! Segel raffen! Sieht aus, als wäre Ragnarök nach Grantabrek gekommen. Eine große Schlacht hat hier gewütet. Kurs halten. Sehen wir nach, was sich sonst im Nebel verbirgt. Langschiff am Ufer. Ein dänisches. Das war ein gutes Langschiff. Eines Anführers würdig. Es muss Soma gehören. Schon so gut wie tot.
Folgen wir! Bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Ike, sieh mich an. Erinnerst du dich an die Eva an unserem ersten Tag in Engerland? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. In einem Monat jagst du wieder. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel, aber du kriegst keine Toten. Du musst Zoma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Wir haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst, aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine 3 Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder Aldermann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Grantabrück passiert? Der Aldermann Wigmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt, doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen, aus dem Herzen von Grantabrück. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg.
Renne lang und leuchte weit, Feind des Waldes, und führe Somas güldene Krieger heim. Ich weiß, was du gerade denkst. Was denke ich denn? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie eine einsame Wölfin. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie, nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt. Wölfe, sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Lasst Loki hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aasfresser! Das habe ich nicht verdient! Haut ab! Verschwindet! Garlin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt, geradewegs in ein Banditenlager. Doch Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Ja, und ich bin selbst kaum noch am Leben. Aber mit Odins und Freyas Segen sitzen sie jetzt schon beim Festmahl der Götter. Ich habe unweit von hier ein Lager aufgeschlagen unter einem Leuchtfeuer. Geh dorthin und ruh dich aus. Eivor und ich suchen die anderen. Ich gehe zum Lager. Und während ich mich erhole, werde ich wie Freya persönlich über die anderen wachen. Ich gehe zum Lager. Und während ich mich erhole, werde ich wie Freya persönlich über die anderen wachen. Garlin ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja, und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste. Eine Gruppe Gefangener, denn...
Ordnung, wir kratzen! Gemeinsam! Ich spieß dich auf! Das war sehr freundlich. Ich töte dich! Wenn du so nett wärst. Ich hatte nicht den besten Tag. Sieh durch den Nebel, Lief. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du unser Gib mir Stärke! Lief und Galen vertrugen sich nicht immer. Doch seit der Eroberung von Granterbrück ist es besser. Gab es böses Blut? Sozusagen. Beide hielten sich für meine rechte Hand und hassten sich gegenseitig. Aber in meiner Familie gibt es keine Rangordnung, wie bei meinen Pferden. Solch eine Rivalität kann die Geschwisterliebe auf ewig vergällen. Wird das Feuer richtig geschürt, bringt es auch ihre besten Seiten zum Vorschein. Sühnen, halte mich. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen.
Ich wusste, dass ich da draußen einen Besen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Komm mit, Birna. Leaf und Galen sind schon im Lager, die wir geschlagen haben. Eivor, triff uns dort, wenn du bereit bist. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galen darüber gesprochen, was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du von jetzt an wieder eine gute Anführerin bist. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind, trotz aller Rückschläge. Galen, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonar. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir, kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Galen, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf.
Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Ich dachte, wir wären sicher im Nebel. Doch wie? Du bist Birna. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Dem Überfall, eurer Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. In die Wellen. Segel! Pack den Wind! Weniger Segel! Wir müssen den Mast legen. Komm schon. Alle an jeder Seite des Tors. Stürmt bloß, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Wigmund weiß das. Wigmund, du ehrloser Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wigmund. Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wigmund! Wigmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf!
Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen! Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schwärenden Wunde! Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär! Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer! Jetzt! Dänen von Grantabrückschir! Nehmt euch, was euer ist! Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Bei dir, Soma. Hält eure Schwerter gegen mich! Versucht es doch! Ich habe Wiegmund nicht gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus! Dort finden wir ihn sicher. Tötet jeden Sachsen, der noch atmet! Du Bestie! Still! Allein wir Stärken sind im Feuer. Weiter, den Rest hier werde ich schon schaffen. Schmeiß der Schlachtsee! Seid ab, wir schaffen das! Verstecken! Komm und stell dich deinem Ende! Heidnische Aale! Wiegmund ist weg! Er ist weg! Wie
Hier kommt Schmerz! Jäger, der besiegt und kämpft, wird sterben! Macht es zu! Und jetzt drauf dich! Wigmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, der ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Grantabrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leif, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke.
Ich habe Galin, Leif und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Einen so heimtückischen Verrat vermag ich mir kaum vorzustellen. Aber wenn jemand fähig ist, einen Schwur so zu brechen, dann muss es doch Anzeichen dafür geben. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Grantabrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Soma, um deine Leute besser zu verstehen, sollte ich auch dich besser kennenlernen. Wie hast du es geschafft, Jarlskona zu werden? Mein König Gudrum führte das Sommerheer durch dieses Land. Als er Westsexe angriff, meldete ich mich, um die Stadt zu verteidigen. Ich wollte Handel treiben, damit unsere Truppen reich und stark sind, wenn sie gebraucht werden. Gudrum war einverstanden. Und so habe ich diese Stadt von klein auf großgezogen und mich in sie verliebt. Sie zu verlieren war wie ein Dolchstoß ins Herz. Sie zurückzubekommen war wie Balsam. Wenn ich den Verräter finde, was wirst du mit ihm tun? Er stirbt durch meine Hand. Schmerzlos. Und ohne öffentliche Demütigung. Verräter oder nicht, dieses Schwein ist auch ein enger Freund. Ein Teil meiner Familie. Nur ich werde die Bürde dieses Todes tragen. Die anderen werde ich damit nicht belasten. Das wird genügen. Sag, warum liebst du Grantabrück so innig? Ich war jung, als meine Eltern starben, aber alt genug, um mich zu erinnern. Ich habe mich mein Leben lang nach einer Familie gesehnt. Grantabrück ist mehr als eine Silberquelle. Es ist der Ort, an dem ich diese Familie aufbauen konnte. Für jeden, der eine braucht. Seien es Wanderer, Schmuggler oder Handwerker. Das ist alles. Viel Glück, Eivor. Danke, dass du das für mich tust. Auf dem Markt wird schon wieder Handel getrieben. Soma verliert keine Zeit. Oh Gott!
deiner Ehren für all das, Davi! Vielleicht ist Soma doch verflucht und von Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich, in meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann, wenn auch etwas stürmisch. Und Birna... Nun, Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Ich hau dich entzwei! Jedes Haus muss brennen. Dass sie Aldermann Wigmunds Stiefel geleckt haben. Verflucht seid du!
Blut! Also, bei den Göttern, stirb! Wollen wir weg oder gewinnen? Brennender Reddächer und glimmender Torffeuer. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger.
Die Wunden passen zu sächsischen Waffen. Ich weiß, wo ich den Täter zu suchen habe. Wurde gerecht. Du, suchst du etwas? Vielleicht kann ich helfen. Umsonst ist das natürlich nicht. In Ordnung. Genau, ich zeige dir mal etwas. Auf deiner Karte.
was? Auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du... Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht, doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Was hältst du von Somas anderen Kriegern? Galen und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine... Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden. Aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Dieser Ort wird gut bewacht. Ehe man die Beulen sehen kann. Dass ihr Gott ihnen so etwas verbietet. Tatsächlich! Erklärt einiges. Töte dich!
bezahlt für deine Sünden. Das waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss, weil sich alle beim Sterben einscheißen. Das. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Grantabrück.
Diese Wunden folgen einem Muster. Kein wilder Raubüberfall. Das war ein sächsischer Krieger. Dein Tod ist nun gerecht. Ruhe in Frieden. Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet: Wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexa aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern.
Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung lief. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken.